gehen hier fast zeitgleich zur Hürde. Jetzt setzt sich Timon Detlef ein kleines bisschen ab. Nils Leifert hängt da zurück. Kann der hier nochmal aufschließen? Nein. Deutscher Jugendmeister wird Timon Detlef. 13,80. Nochmal auf den Punkt. Die Norm für die U20-Weltmeisterschaften. Und das hier im Rahmen von deutschen Jugendmeisterschaften. Zeit wird hier nochmal korrigiert. Timon Detlef bestätigt seine persönliche Bestleistung. 13,79. Damit wird Timon Detlef von Cologne Athletics deutscher Jugendmeister vor Nils Leifert. Der nimmt hier Silber mit für die LAC-Quelle führt in 13,93. Das sind also die beiden, die für Deutschland in Lima an den Start gehen werden bei den U20-Weltmeisterschaften. Die Normen erfüllt. Nils Leifert sogar hier im Halbfinale in Koblenz. Und Gold und Silber gesichert. Bronze geht an Amadeus Gräber. Den Zehnkämpfer, der hier heute die Spezialisten so richtig gefordert hat. 14,13 für ihn, den Athleten vom SV Leonardo da Vinci Nauen.